Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute bin ich mal ein bisschen bei Epic. Naja, bin ich öfters. FTL habe ich ja sonst gespielt, aber heute ist hier For the King gratis zu haben bei Epic. Also ich kann euch nur empfehlen, installiert euch Epic und erstellt euch einen Kanal. Ich starte einfach mal das Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich hoffe, das Spiel ist ein bisschen intuitiv zu spielen. Installiert habe ich das schon. Und dann schauen wir mal. Oh, Halbschatz ist top. Den soll er jetzt gerade nicht zeigen. Gar kein Ton. Oh, ist der Ton so leise? Der Ton ist leise. Wollen wir lauter machen? Hier ist aber das Video. Das Video tut kein Video zeigen. Ist er nicht dicht? Ist er nicht dicht? Ich höre mich wunderbar selbst. Das ist toll. Also For the King. Ladezeit, Ladezeit. Ja, ich habe das Spiel nicht auf eine SSD installiert, sondern auf meine normale HD, weil ich meine SSD für wichtige Sachen frei halte. Tja, dann dauert das halt ein bisschen. Das dauert. Das dauert. Zum Glück kann ich nebenbei Gronkh gucken. Das überbrückt die Wartezeit ein bisschen. Ha! Oh nein, Englisch. Setze dich nicht mit der Erwartung in dieses Abenteuer, dass du bei deinem ersten Versuch bereits Erfolg haben wirst. Bessere Erfolge als nur haben es schon versucht. Alle gescheitert. Dennoch brich auf und gib dein Bestes. Lerne so viel wie möglich und wenn du versagst, dein nicht verzweifle nicht. Denn täglich folgen viele diesem Buch. Chaoshäufigkeit 8, Lebensdauer ab 6, Inflation der Wirtschaft 80%, der Punkt plus 5, maximal Fokus plus 1, die Thank you.
Gegner heimgesucht. Die trauernde Königin Rosamond hat Faruls einfache Bürger aufgerufen, das Land nach dem Mörder des Königs und der Quelle der Chaosenergie zu durchsuchen. Aha. Okay, unsere Geschichte beginnt im Wächterwald, wo Gerüchte über verdächtige Aktivitäten und unheimliche Fremde im Wald aufgekommen sind. Drei Möchtegern-Helden treffen sich in Orton und beginnen ihr Quest. Das ist aber toll. Da meinen die wohl. Hier so warm. Okay. Ach ja. Erst verschwindet der Zauberer Hexor. Dann wird mein eigener Ehemann in seinem Palast erschlagen. Du bist vielleicht die letzte Hoffnung für Faul. Schade, keine Textausgabe. Ich bin voll nervig. Finde Hildebrand in Holzrauch. Dir wird mitgeteilt werden, wie du unsere Anstrengungen am besten unterstützen kannst. Deine Quest hat bekommen. Kämpfe gegen dieses Chaos an, bevor unser Reich davon verschlungen wird. Ziehe dir Holzrauch im Reich der Wächterwald. Okay. Geh zu Holzrauch. Ja, das ist doch schon. So, wo bin ich denn? Wie kann ich gehen? Ah. Dich dort runter zu nehmen. In der Zwischenzeit, es wurde ein seltsame Vorrichtung gefunden. Geh und untersuch sie. Ein Rätsel dies im Reich der Wächterwald. Gut. Okay. Thank you.
lege einen Hinterhalt, um einen Feind zu isolieren und die Hügel zu unterhalten. Oder schleiche ich einen vorbei, um den Kampf zu vermeiden. Ungewöhnlich, schwachen Gebräu, dauerhaft plus 2 ausweichen, aber das macht, das ist ja dauerhaft, oder dauerhaft, schön dauerhaft. Thank you.
Das soll ich noch teilen können lassen. Aber an dieser Stelle mache ich da mal Schluss und ja, hat euch das runter, euch das Spiel an. Ich denke, ist gar nicht ganz so schlecht. Also irgendwie schon der Beginnerzeit ist das ja auch mehr Zeit zu leben eigentlich. Ich bin halt eher faul, vor allem wenn man das dann auch noch was anspielen möchte und das den Leuten zeigen und da muss viel gelesen werden und dann doch ein bisschen. Also so, wenn man sich alleine hinspielt, ist das ganz okay. Da kann man ja selber schnell durchleben. Ja, also jetzt erst einmal ganz schlecht ist das Spiel nicht und mit mehr Leuten, man kann es ja im Multiplayer spielen, wie ihr am Anfang gesehen habt. Ja, macht das ganz auch Spaß. Ich denke, das macht bestimmt Spaß. Hexafeld halt, ja, muss man klarkommen, aber ich finde es nicht ganz schlecht. Ja, das unterstützt halt nur mehr Bequemlichkeit. Alles klar. So, habt euch wohl und wie gesagt, dieses Spiel ist gerade umsonst zu haben. Hat euch runter und dann bis bald. Ciao.